Hallo lieber Fisch und willkommen zu deiner Tarotkartenlegung für die zweite Jahreshälfte 2024. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer Tarot und in dieser Legung schauen wir über eine Zeitlinie in den energetischen Verlauf des zweiten Halbjahres für die Fische. Und wir beginnen natürlich im Juli, schauen in den August, in den September, in den Oktober, in den November und in den Dezember. Und diese erste Karte, die ist ja immer wie so ein Türöffner für dieses zweite Halbjahr oder in einer kompletten Jahreslegung, die ich ja auch mache als persönliche Legung. Eben dann für das ganze Jahr und für dich, für den Fisch, geht es im kommenden Halbjahr um die Fülle. Darum, dass die Dinge fließen, dass du auch das Gefühl hast, dass du genug hast, ausreichend hast von allem in deinem Leben, dass du möglicherweise Löcher stopfen kannst, Mangel ausgleichen kannst. Fülle ist also so dieses übergreifende Thema für das zweite Halbjahr für die Fische und ja, wir schauen tiefer hinein. Die Königin der Münzen, das passt super gut, denn die Königin der Münzen, die steht vor allem um diese weibliche Kraft, die sich um materielle Belange kümmert. Ja, und es sind eben schon ganz oft in den Familien auch die Frauen, die sich eben um das Haus sorgen, um den Hausrat sorgen, das eben ausreichend da ist von allem, dass jeder alles hat, ja. Und von dem her fließt die Fülle für den Fisch hier tatsächlich in das Materielle hinein. Und die Königin der Münzen, die ist vor allem auch bemüht, ihr Umfeld und ihre Welt, ihre Wohnsituation, ihre Kleidung, all das, was sie umgibt, so einzurichten und auszurichten, dass es ihrem inneren Wesen entspricht. Ja, also so, dass du dich quasi in deinem Leben wiederfindest und sagst, das, was ich in meiner Wohnung habe, das reflektiert mich. Das, was ich an meinem Körper trage, reflektiert mich. Und insofern kommt hier Fülle in dein Leben. Fülle bedeutet aber nicht nur das Materielle. Fülle bringt auch Liebe, bringt Freundschaft, bringt möglicherweise auch Gesundheit. All das gehört zu Wohlstand und Fülle. Und ich habe hier die Erdmutter. Und sie sagt, fühle dich geliebt und getröstet. Ja, und vor allem, wenn du eben Mangel erfahren hast in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, was auch immer es für ein Mangel war, ob es ein Mangel war an finanziellen Mitteln, an Ressourcen, an Liebe, an Freundschaft. Ja, also dieses zweite Halbjahr segnet dich eben mit dieser Fülle und sagt, das Schöne ist auch, dass die Erde, die Erdmutter, ist wirklich eine sehr, sehr liebevolle mütterliche Energie. Und die Erde an sich nährt mit ihrer Energie alle Pflanzen, die auf ihr wachsen, alle Bäume, die auf ihr wachsen, ja, auch den Menschen, die Tiere. Sie versorgt uns mit Rohstoffen, auch zum Beispiel mit schönen Edelsteinen und solchen Sachen. Und von dem her können wir uns in Erdungsmeditationen über unser Wurzelchakra auch tief mit dieser Liebe der Erdmutter verbinden. Und das ist das, was die Fülle in dein Leben bringt. Auch diese weibliche Energie, die eben dieses Wissen hat, dass einfach für alles gesorgt sein muss, dass es eben auch allen gut gehen muss, die wir in unserem Leben haben und die wir zu versorgen haben, für die wir verantwortlich sind. Wir schauen weiter in den August. Im August haben wir hier die Prinzessin der Stäbe. Und die Prinzessin der Stäbe, deren Leben wird dadurch leicht, dass sie ihren Inspirationen und Ideen folgt. Ja, sie streift ihre Zweifel ab und möglicherweise opfert sie auch das eine oder andere, was ihr im Weg steht, hier auf dem Altar der Leidenschaft, dem Feuer der Leidenschaft. Ja, sie öffnet sich neuen Möglichkeiten, neuen Wegen, neuen Ideen.
Prinzessinnen reflektieren auch immer das Erdelement. Wir haben ja also das Feuer der Erde. Und die Prinzessin erdet ihre Ideen. Ja, das, was sie, wovon sie träumt, die Inspiration, die ihr zufliegen und auch das, wohin sie ihr Weg und ihr Leben zieht, ist das, was sie in der materiellen Welt auch ausdrückt und Realität werden lässt. Und wir haben hier wieder die Herrscherin. Und das sind hier ganz ähnliche Bilder. Also diese zwei Karten, die sind ja fast identisch. Sie haben beide den Mond im Kopfbereich, eben die Intuition. Das heißt, ich habe so das Gefühl, dass hier ganz viel Neues in dein Leben kommt, ganz viel Neues geboren wird. Vielleicht ist das auch in dir eine Art neue Identität, eine neue Einstellung. Ja, irgendwie so ein neues Selbstbild, neuer Selbstausdruck, was eben neu geboren werden will. Und verbinde dich mit der Erdmutter, verbinde dich aber auch mit deinem eigenen inneren Kern und schau, was in dir wachsen möchte und sich dann eben hier auch im Außen ausdrücken möchte. Und wir haben hier das Veilchen. Tranquility. Und das ist immer eine Karte, die sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, nimm dir die Zeit und die Ruhe, nach innen zu schauen, dich mit deinem inneren Wesen zu verbinden und nimm wahr, was dort ist. Wir schauen weiter in den September. Im September haben wir hier den Prinzen der Scheiben. Und ich würde sagen, im September geht es hier mit diesen Inspirationen, die du hast, in der materiellen Ebene kräftig nach vorne. Ja, der Prinz der Scheiben, der sitzt hier auf diesem Wagen, der von einem Stier gezogen wird. Ein Stier ist immer ein Tier, das auch mal mit dem Kopf durch die Wand gehen kann. Das heißt, er hat hier eine sehr hohe Willenskraft, ja, und er ist durchaus gewillt, sich von nichts und niemandem aufhalten zu lassen. Ja, das ist hier keine Energie, die das eben mal erlaubt, dass sich jemand einfach so in den Weg stellt, sondern der Prinz der Scheiben, der geht seinen Weg. Möglicherweise langsam und gemächlich, vielleicht ein bisschen langsamer als die Prinzen der anderen Farben, aber er geht seinen Weg und er lässt sich nicht aufhalten, bis er sein Ziel erreicht hat, weil er eben auch hier diesem Erdelement entspricht und das Erdelement hier für die Fische auch ganz stark vertreten ist. Wir haben hier die drei der Münzen. Die drei der Münzen, die zeigt immer einen Arbeitsprozess, an den wir durchlaufen, wenn wir unsere Pläne verwirklichen. Und ich sehe, dass das hier ein Arbeitsprozess ist, der auch durchaus sehr freudvoll gestaltet werden kann, ja, wo man vielleicht auch die Zeit investiert, auf die Details zu schauen, wenn das denn möglich ist. Und ich spüre hier einfach auch so diese Freude an der Kreation des Neuen. Und dich begleiten Engelsschwingungen, Engelsenergien. Und diese Karte sagt, die Engel sind bei dir. Du bist sicher und du hast eine sehr potente, starke Verbindung zu diesen höheren Sphären. Das ist etwas, das leitet dich auch hier an in der Umsetzung deiner Pläne. Wir schauen in den Oktober. Im Oktober sieht das Ganze hier auch richtig gut aus. Hier liegt gutes Gelingen, hier liegt Erfolg, hier liegt vor allem auch so diese Freude, die damit einhergeht. Wenn wir hier etwas Neues erschaffen, das in unseren Händen halten und uns daran erfreuen können, es vielleicht anderen zeigen können und unsere Arbeit vielleicht auch mal so ein bisschen bewundern lassen dürfen. Ja, wenn man da was Hübsches gemacht hat, dann freut man sich. Wenn jemand anders das anschaut und sagt, wow, das ist toll, das gefällt mir. Also ich spüre hier auch so eine Anerkennung, die hier mit einhergeht. Und diese Freude, die das in dir hervorbringt, ja, ist etwas, was die Fülle in deinem Leben nährt und vermehrt, und zwar hier in alle Lebensbereiche. Der Erfolg, der ist nicht nur auf ein Projekt begrenzt, ja. Das Ganze gibt dir einfach so eine gute Energie, dass dir im Außen andere Möglichkeiten zufliegen, dass sich das eben auch positiv auswirkt auf deine Freundschaften, auf deine Liebesverbindungen, ja, auf
deine Arbeit generell und deine ganze Situation. Und drunter liegt die Königin der Kelche. Und die Königin der Kelche ist immer eine Person, die eben, so wie ich gerade gesagt habe, diese starke Ausstrahlung hat. Sie hat diese starke, intuitive, tief fühlende Ausstrahlung, die wir auch hier in der Erdmutter und in der Herrscherin haben. Ja, und so dieser, einerseits dieses Intuitive, andererseits aber auch dieses Liebevolle nach außen gehende ist etwas, was ich für die Fische hier sehr, sehr stark wahrnehme. Und ich habe hier den Yang-Mond. Und der hilft dir, in deine Kraft zu treten und auch deine Stärke hervorzubringen. Und wir haben hier auch wieder so ein Bild von Meditation, ja, was ja hier auch schon mit drin ist. Also der Fisch schöpft im zweiten Halbjahr wirklich seine Kraft auch von innen. Und diese innere Kraft ist eben das, was auch so stark nach außen strahlt und dann hier eben immer mehr Erfolg und immer mehr Fülle ins Leben zieht. Dann schauen wir hier in den November und es geht so weiter. Ja, also man könnte sagen, du hast hier so eine richtige Glückssträhne. Denn hier scheint es wirklich so Knall auf Fall zu gehen, dass auch eins das andere ergibt. Nimm mir die siegreiche Energie. Das ist auch wieder das, ja, wo man einfach stolz sein kann auf das, was man geschafft hat. Vielleicht auch ein bisschen von anderen bewundert wird, von anderen Komplimente bekommt, ja, dafür, dass man etwas gut gemacht hat, dass man es gut geschafft hat. Ja, und eben auch sich selbst die Anerkennung zukommen lassen kann, die man braucht. Also sowohl aus sich selbst heraus als auch von anderen. Und ich sehe, dass dieser Erfolg, den du hier hast und diese Stärke, die hier auch in dein Leben kommt, dass dir das hilft, auch alten Schmerz zu transformieren, alte Wunden zu heilen, alte Enttäuschungen zu überwinden. Ja, manchmal, wenn man viele Rückschläge hinter sich hat und vielleicht eine Zeit hinter sich hat, die einfach sehr schwierig gewesen ist, dann braucht man auch wieder so dieses Positive, diese positiven Erfolgserlebnisse, die dann helfen, die Kratzer und Blessuren, die man sich in der Vergangenheit zugezogen hat, dann eben auch endgültig zu heilen. Und das ist etwas, das sehe ich hier, das geschieht mit Leichtigkeit, ja, und wir sehen auf dieser Karte auch, dass die Emotionen, die hier in den Kelchen gespeichert sind, dass sie das auskippt und es geht nach unten ins Herz der Erde. Und die Kraft, die ihr hilft, das zu transformieren, ist auch wieder hier. Diese Liebe der Erdmutter. Also auch hier ist Erdung wieder ganz wichtig für die Fische. Ja, ich habe hier die Honigbiene. Und da geht es um das Divine Feminine, also um das göttliche Weibliche. Und die Biene sagt, du wirst dazu gerufen, aufzublühen, zu strahlen. Ja, es geht aufwärts in deinem Leben. Und ja, das fühlt sich alles in allem hier sehr gut und stimmig an, wie so eine Glückssträhne. Und wir schauen in den Dezember. Im Dezember haben wir hier den Turm liegen. Der Turm steht immer für eine Erkenntnis. Und es ist eine gefürchtete Karte, ja. Aber die Karte ist nicht so schlecht wie ihr Ruf. Der Turm steht immer für eine Erkenntnis, die etwas in unserem Leben verändert. Und wir können aber nicht wissen, ist diese Erkenntnis positiv oder negativ, weil alle sagen immer, oh, da bricht das Haus über dir zusammen, dein Weltbild stürzt ein, das ist Quatsch. Der Turm steht für eine Erkenntnis. Und ich würde, so wie das hier liegt, sagen, dass du erkennst, was in dir steckt. Dass du erkennst, was du in deinem Leben transformieren und schaffen kannst, wenn du in deiner Kraft steckst. Ja, wenn du in deiner Kraft stehst und ja, das Leben eben einfach fließt und dich unterstützt. Und wir haben hier das Ass der Schwerter. Also hier kommt auch nochmal Klarheit auf irgendein Thema. Und wir haben hier wieder diese Treppe, die nach oben geht. Ja, also dieser Prozess hier, diese Erfolgs- und Glückssträhne, die reißt nicht ab.
Aber ich bin der Meinung, ja, dass die Fische hier eine ganz besondere Lektion über sich selbst lernen und vor allem auch lernen, was in ihnen steckt, was sie schaffen können, wie viel Kraft in ihnen steckt, ja. Also der Fisch, das ist ja, wenn ich jetzt den Fisch mit einem Löwen vergleiche, ja, der Löwe, der ist immer so stark und schön und stolz. Und der Fisch, der ist eben eher klein und wendig im Wasserelement, ja. Und von dem her dürfen die Fische hier in dem zweiten Halbjahr wirklich lernen, was in ihnen steckt und was sie mit ihrer Kraft erreichen können. Und das finde ich sehr, sehr schön. Wir schauen jetzt auch hier noch tiefer in den Dezember. Quieting the mind, ja. Also das ist etwas, das begleitet den Fisch, ja, diese Ruhe der Welt, ja, vielleicht auch dieses Eintauchen in das Wasserelement, in die Welt der Königin der Kelche, ja, auch in dieses Element, was die Erde an so vielen Orten umgibt und immer wieder den Geist zur Ruhe bringen, denn in der Ruhe liegt die Kraft und das ist das, was dir hilft, Fülle in deinem Leben zu manifestieren und das Ganze dann eben hier auch in Form von dieser Erfolgs- und Glückssträhne zu genießen. Ja, lieber Fisch, soweit ein Blick für dich in das zweite Halbjahr. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich und konnte dich ein wenig motivieren und inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und ich freue mich riesig über eure Kommentare. Wünsche dir eine gute Zeit. Alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und für diejenigen, die neugierig geworden sind, gibt es diese Halbjahreslegung auch als persönliches Video zum Download. Den Link dazu findest du unter dem Video. Alles Liebe!